Ja, das machen wir. Meins. Okay, ich damit meins immer schön im Orbit von unserem Planeten bleibt. Genau. Einfach das zur Sicherheit, damit gar nichts schief gehen kann. Das ist gut, ja. Nicht, dass da irgendwann Space Pirates kommen und dann haben wir nichts. Weil das wäre auch blöd, wenn wir die Koordinaten irgendwann verlieren würden. Das haben wir ja gespeichert mit Ibaptu. Okay. Aber du wolltest doch nicht jetzt gleich losfliegen, oder wie? Nee, wir müssen ja Sprit sammeln. Und ich weiß gar nicht, wie das geht. Da müssen wir auf den Mond fliegen. Auf den Mond? Ja. Achso, dann können wir auf mein Schiff gerne. Haben wir das Atmungs-Upgrade? Das... Ja, haben wir. Das müssten wir gekriegt haben, ja. Breath Protection. Wo sehe ich das denn? Wenn du in deinen Charakter gehst, hast du da so einen auf Platz 4 in den Textslots. Das ist so ein O2. Ja, Breath Protection, stimmt. Damit kann man halt unter Wasser gehen oder auf Planeten oder jede Atmosphäre. Und wie mache ich das mit dem Tech Drive? Das kann sein, dass es über den Computer geht. Show me my tech und dann kannst du da was freischalten. Für jeden der entsprechenden Slots. Show me my tech. Ah ja, okay. Aber die sind alle gesperrt. Locktech und dann kann ich eins. Ah. Implantat ist schon. Ja, seid ihr bereit, Eiche zu treten? Weil damit müssen wir auch gleich anfangen. Also nach dem. Double Sprung! Ja, dann kommt erstmal auf mein Schiff, dann fliegen wir zu einem Mond. Das heißt also einmal zu Jana. Ja. Richtig. Das krieg ich gerade so hin. Ja, guck mal, was er hier noch alles gebunkert hat, ne? Ist in Ordnung. Wenn das unser Reiseschiff wird, dann können wir auch so ein bisschen Grundausstattung brauchen. Wieso hänge ich jetzt in der Tür fest? Vielen Dank. So, ich brauche einen Mond, sagst du, ja? Einen Mond, ja, die sind immer am äußersten, auf dem äußersten Planeten, der nicht der Außenposten ist. So, dann habe ich Layla Stream 4, Threat Harmless, a Lush Planet Teeming with Life. Nein, da muss schon dabei stehen, it's a moon. Das ist kein Mond. es sollte irgendwas ohne Atmosphäre sein. Total, okay. Jetzt sind wir harmless. Allein hier drin im Cockpit. No breathable atmosphere, genau, a rocky airless world. Source of Fuel. Komm. Ja, steht also, ja auch noch da. Wir uns beide hier ein bisschen gemütlicher. Ja, nee, mir ist es hier gemütlich FDL genug. Drive. Ach Mist, jetzt wollte ich gerade ein bisschen... Ich habe uns beiden einen Stuhl hingestellt. Ich wollte ein bisschen Zeit mit der Dame im Cockpit verbringen. Dame? Ich bin ein Affe. Ja, ich dachte, da wäre nur die Stimme ein bisschen tief gewesen. Du musst hinter den Sichtschutz gucken. Ach Mist, jetzt wollte ich euch mit noch einem Mod überraschen, aber das hat wohl nicht geklappt. Bei mir spielt zwar die Musik, aber die Grafik fehlt und so weiter. Ach Mist. Bei uns spielt nichts außer, dass du halt irgendwie so seltsam bist. Dann muss ich euch das nächste Mal einfach ein Mod-Paket schicken, aber dann wisst ihr ja alle, was das alles ist, ne? Okay, Beamdown. Wir sollten hoffentlich alle an derselben Stelle landen, die etwas mal wieder so schön steil ist. Warte mal, mach mal ein Loch, bevor der Affe kommt. Okay, Chana, du kannst kommen. Ja, ja. Aber das Schöne ist Fackeln leuchten. Ja, macht das irgendwie Sinn auf einem Mond? Ja, natürlich. Ach Mist, jetzt teleportiert er da einfach direkt nebendran, weil wir das hier abgebaut haben. Okay. Was ist das hier für ein Scheiß? Will ich das haben? Das sind Moonrocks. Die müssen eigentlich wie Käse schmecken, wenn man Wallace und Gromit glauben darf. Das stimmt. Lass uns davon mal ein bisschen was mitnehmen. Vielleicht kann man da coole Einrichtungsgegenstände draus bauen. Da schlägt mein IKEA-Herz direkt höher. Und wartet gefälligst auf mich. Ja, genau. Ich wollte auch gerade fragen, sollen wir zusammenbleiben und zusammensammeln? Vielleicht. Ja, aber ich bin jetzt hier schon im Loch. Ach, ihr seid... Ja, so, guck mal. Oh! Was hast du denn da für ein Spargelschäler? Das ist mein Ape... Little Ape Poker. 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 Ja. Wir sollten uns auch eher nach unten bauen, wenn wir zu dem Zeug wollen. Oh, was für ein Chaos. Jetzt stell dir vor, das Ding mit noch ein paar Upgrades. Oh, shit. Vielen Upgrades. Wobei ich mich da auch drauf freue, in dem, was sie planen, das haben sie auch noch nicht allzu viel gezeigt. Das könnte... Drop the bass! Da haben sie bisher bloß so ein Konzept gezeigt, wie man den Meteor Manipulator in Zukunft aufrüsten kann. Ja. Modular, also wirklich, ich möchte so etwas Bestimmtes haben und dann bekomme ich das.
dann hat man einen wahrscheinlich so für Sprit abbauen, einen für schnell abbauen und ja, keine Ahnung. Dann kann man sich das Ganze so ein bisschen aufteilen. Mir gefällt nicht so ganz, was ihr da macht. Ich buddel mich nach unten. Ja, er gräbt wieder gerade nach unten, das ist nicht so gut. Ja, kommt alle einfach ja, alle hierher und dann buddeln wir gerade nach unten. Ja, das ist sicher, ich bin ja auch hier. Eben. Da leuchtet Shit. Ja, ich komme, Shit. Ich auf jeden Fall reinspringen. Warum glaube ich dir nicht? Ja, keine Ahnung, aber du solltest das mal tun. Muss man mal gemacht haben. Oh ja, 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 das wollen wir haben. Ja, spring rein. Los, Chana, spring rein. Ja, passiert ja gar nichts. Ja. Ist ja langweilig. Das ist unser Sprit. Und hier sind Ressourcen. Ich weiß zwar nicht mehr, was das war, aber hier sind Ressourcen. Oh, Plutonium, das ist ultra selten. Müsste man eigentlich auf jeden Fall mitnehmen. Ja, Plutonium. Ja, dann macht mal. Weil das findet man. In der Zeit den anderen Sprit. Das findet man nur auf diesen Monden und da auch nur in kleinen Mengen meistens. Ja. Und meistens will man ja gar nicht hier großartig hin, außer halt, um Sprit zu sammeln. Hm. Ich meine, wenn wir irgendwann mal ausgetaggt gibt's nichts, sind, nicht mal Feinde. Kommt dann nicht irgendwann, dass man den Sprit irgendwie andersweitig... Ja, den kannst du dann kaufen auf dem Außenposten. Ja, sag ich doch. Ja. Früher hat es sogar ausgereicht, wenn du einfach Holz und Kohle verbrannt hast im Schiff. Ja, aber damals gab es zeitweise auch noch keine wieder nachwachsenden Bäume. Das war dann teilweise ein bisschen Mangelware. Mein toller Speer, ja. Es macht auch irgendwie relativ wenig Sinn zu sagen, ja, wir fliegen unser Raumschiff mit Holz. Aber es war halt mein Workaround, der hat funktioniert. Ja, Und Kohle, Holz war, glaube ich, auch nicht allzu brauchbar. Bei den Nova Kids wird es aber fast Sinn machen mit der Weltraumlok. Ja. Okay, sagen wir, es ist Holz angereichert mit etwas gesundem Uran oder sowas. Haben wir jetzt genug gesammelt, oder? Nee, bei weitem noch nicht. Das reicht ja nur für deinen Spaß. Höchstens genug, um unsere Quest zu erledigen. Das reicht ja erstmal. Oh! Hui! Ja. Ja. Hier ist Shit. Ich hab nur 4 Schaden gekriegt. Liegt vielleicht an der Rüstung. Oder an ich der, hab einen Schaden bekommen. An der Anziehungskraft hier vom... Also an der niedrigen Anziehungskraft. Vom Smoon. Ja, ihr beiden habt halt einfach keine Anziehungskraft. Du solltest nicht so in diese Stalaktiten reinrennen. Das kann Aua. Warum nicht? Ja, du hast ja, ich bin auch fast tot. Ja, Lirum Lang. Ja, das ist jetzt auch wieder tief, aber zu überleben, denke ich. Ja. Aber das sind alles so kleine Pfützen. Mann, wo bleiben die großen Becken, die ich sonst kenne? Ja, also es gibt richtig schön große, das stimmt. Ist vielleicht ein schlechter Mond hier. Ja, also irgendwie glaube ich, unser Server, der will uns heute trollen. Trollololo. Mal gucken, was da ist. Ja, ich hab's gesehen. Warte, ich komm und klau euch alles. Nee, die nackte Apex-Chickse ist schon abgehauen. Ach, ich hab den Weg nach unten gefunden, der Sturz ist wirklich nicht gut. Aber ich hab's überlebt, weil wir Kaulquappen sind zäh. da ist auch noch Shit. Es gibt Leute, die sind zäher als Kaulquappen. Aber nicht salziger. Will auch nicht jeder. Bäh. Dattellen sind gut. Aber das darf man nicht dem Seutberg sagen. Wer hat den nochmal eingeladen, den Typen? Jetzt sag nicht ich! Der Seuchberg hat keiner eingeladen. Drop the base! Jetzt sag ich hier und auch da oben leuchtet es, Das war ein richtiger Drop hier gerade, Alter. Ach, ich hab einen großen See gefunden, Ja, toll. Ja, es geht ja alles in mein Schiff, von daher ist es nicht so schlimm. Ihr hättet einfach nicht runterfallen dürfen. Sondern weiter nach rechts. Ich bin aber jetzt sogar freiwillig nochmal runtergefallen. Jetzt habe ich da ein Loch reingemacht, jetzt schießt das alles nach unten. Ja, dann kommt's gleich bei uns an. dann findet's ja auch einen guten Zweck. Bin gleich schon wieder tot, ey. Meine Fresse. Ja, musst halt zwischendurch was essen, damit du was auf die Rippen bekommst, Äffle. Too many drops. Und, wie weit geht's da runter? Nicht tief. Ist hier Plutonium und der Affe rennt voll dran vorbei. Ja, dann nimm's mit. Ich hab doch keine Ahnung, wie Plutonium aussieht. Ja, wie Kaugummi, wie Hupa Bupa früher. Oh, da leuchtet's. Im Vergleich zu dem, was man später vielleicht mal so ein bisschen braucht für die besseren Mining-Tools oder sowas, ist das wenig, aber... Es ist ein Anfang. Und wenn erstmal einer sich so ein Ding machen kann, ist das schon mal hilfreich. Eben.
Also von daher. Das waren jetzt 12 Plutonium-Erze. Ja, und ich habe auch bereits. Wo sind sie? Nee, das ist flüssig. Da. So, jetzt habe ich Candied Corn gegessen, jetzt kann ich schneller rennen. So, das finde ich auch den Affen. Also, na, nee, na, mich findest du nicht mehr. Fisch auf Zucker. Oh. Fisch auf Zucker. So, ich habe gerade einen See gefunden mit 250. Ja, ich werde heute die süßeste Sardelle sein, die du je erlebt hast. Also, ich habe deine Überreste gefunden, Chana. Was? Meine Überreste? Ich bin nicht gestorben. Nicht? Ach so, ich auch nicht. Nee. Dann habe ich nur ein bisschen Zeug gefunden, das jemand abgebaut, aber nicht mitgenommen hat. Das kann sein. Hier ist noch mehr Plutonium. Holt euch euer gesundes Plutonium. Ihr kriegt heute zwei zum Preis von einem. Mindestens. Wow, das war ein Drop. Na, da hätte sogar Skrillex gesagt, boah. Ja, da hätte sogar der Skrillex gesagt, boah, nee, das droppe ich jetzt nicht. Ach, er soll lieber wieder gegen sein UFO rennen. Lipo-Face. Und Play auf sein MacBook Air drücken, ne? Ja, auf den Leertaste. Plutonium, Plutonium. So, ich buddel mal weiter. Gibt's irgendwann auch einen Mittelpunkt und ich komme oben wieder raus, oder wie ist das? Also von links nach rechts, da kommst du irgendwann wieder an deine Ausgangsposition ja, an. Aber bekannt. Nach unten ist entweder irgendwann eine gähnende Schlucht oder Lava oder Schlimmeres. Hier ist Stein, den ich nicht abbauen kann. Damit fängt's meistens an. Nee, das wird wahrscheinlich Obsidian sein oder sowas. Und das machen unsere Manipulator-Modules noch nicht so mit. Ja, das habe ich befürchtet. Ach, ja, ich toll. Bin an Plutonium vorbeigesprungen, was mir runtergefallen ist. Also wieder nach oben. Und ich habe hier noch mehr Plutonium gefunden. Aber noch nicht mehr Archeus. Das ist so die Kacke hier im Moment. Das finde ich eigentlich relativ gut. Aber wenigstens muss ich eigentlich mal nicht für uns alle das Zeug holen. Ja, nur das Plutonium. Stimmt, eigentlich müssten wir beide Jana zurück in die Basis. Jetzt, wo er sagt. Ich bin schon wieder auf dem Schiff. Stimmt, du hast ein Ausrufezeichen. Ja, weil ich bin irgendwo angekommen, wo ich nicht raus konnte. Okay, 512 Sprit habe ich jetzt. Würde ich sagen. 512 Sprit hat mein Schiff jetzt. Ist das gut? Ist nicht viel. Hm. Ich habe 18 bei mir im Inventar und es wird mehr. Ja, ist ja gut. 300. Aber dafür 41 ja. Plutoniums. Ja, da komme ich nicht ganz ran. Mann, ey. Seid doof. Ich bin so klar. Klug, nicht doof. K-L-U-K. Klug, ich bin dein Vater. Uff, aua. Jo, der war... Ja, der war... Habt ihr, apropos, habt ihr mitgekriegt, dass es ICQ wieder gibt? Gab's das mal nicht? Ja, das also... Das hab ich bei mir ständig. Ja, aber... Wie, du benutzt noch ICQ? Ja, ich hab Leute, die benutzen ICQ. Ich benutze jetzt den Messenger selber nicht. Ich benutze Trillion als Messenger, wo unter anderem ICQ mit unterstützt wird. Ja, das ist klar, aber leben die Leute so, also ist das so ein Zeitding, dass du mit Leuten aus der Vergangenheit reden kannst? Also altersmäßig sind da die ein, zwei, die etwas älter sind als wir, ja. Ja, aber trotzdem, also selbst meine Mutter hat ein Handy, also... Aber es ist halt, also ich kenne eigentlich fast keinen mehr, der noch ICQ benutzt. Und ja, aber ICQ wurde jetzt geupdatet und kann man jetzt auch für Android benutzen und für iOS benutzen. Weil wir hatten ja noch nichts, was das kann. Also mein Trillion Messenger, der ist schon länger für mehrere Systeme, wenn ich mich recht entsinne, verfügbar. Ja, schon seit ja, über 10 Jahren, glaube ich. Aber! Kannst das jetzt aufs Handy machen und es macht dann auch da Big Wink. Weil das war ja das Schönste am ICQ, das bescheuerte Big Wink-Geräusch. Sehr schön imitiert auf jeden Fall. Ich habe instant so eine Gänsehaut aus Hass. Das Geräusch habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gehört. Das ist furchtbar. Ich weiß, dass ICQ irgendwann ProSieben irgendwie so mit unterstützt wurde. Und es gab eine ProSieben-Version davon. Und da und so, bin ich dann. So Scheiß hier haben. Ja. Richtig, und da bin ich dann ausgestiegen. Und das Ding ist halt, dass die Leute, die ja so datenschützermäßig unterwegs sind und sagen, ja, nee, ich will meine Daten nicht an WhatsApp, und weil dann erschießen die mich und verkaufen das und klar. Naja gut, jetzt geht's halt nach Russland und ich weiß jetzt nicht, ob Russland so viel sicherer ist. Aber sehr viel, also. Und vor allem so freundlich auch. Hey, in Russia, schreibst du mal... Ja, richtig, da schreibst du mal irgendwie einem Kumpel aus Spaß hier...
lass mal wieder vögeln oder so. Machst einen Gay-Joke und zack, gehst in den Knast rein. Du wirst direkt erschossen. Weiß man nicht. Dann machst du wieder Wollt an. Du mich ewig halten? Geht nicht, ich hab keine Kohle. Ich hab jede Menge Holz, aber keine Kohle. Ach, wer braucht schon Torches? Kohle. Falls du es nicht bemerkt hast, als du bei mir gespawnt bist, ich hab da jede Menge eigentlich gesetzt. Jo. Nicht, dass mich das interessieren würde, aber ja. Du kannst mal. Ich bin nur nach Shit aus. Ich will nur Sprit, alles andere ist mir egal. Hier hinten ist ein See. Yay! Ist es der Aralsee? Meins. Weil wenn Sprit drin ist. Oh mein Gott. Ja. Das war sehr wenigstens merkst du es selber. Das kommt ja auch aus dem Aralsee. Badesalz, glaube ich, ne? Ich glaube, das war noch SWR3 irgendwie. Oh ja. Ein paar Werwolf sagen. Nee, das klang aber hessisch. Und dann gab's ja auch noch die Lalas und keine Ahnung, was sie da alles noch hatten. Gibt's irgendwie alles? Das nicht ist mehr. Aber Teletubbies. Ja. Tinky Winky steckt seinen Dipsy in Lalas Po oder so, ja. Irgendwie so Kinder. Ja, genau. Dipsy, Wipsy, Lala und Po! Der mit dem besten Namen für eine deutsche Serie. Ja, weiß ja nicht. Es war ja Englisch. Genau. Britisch, genau zu sagen. Ich glaube, die fühlen sich manchmal wirklich nicht wohl auf der Insel. Nee, sind ja auch Inselaffen. Sagt der Apex. Richtig. Ich kenne mich da aus. Sie haben Dr. Who erfunden. Das ist auch das einzig Gute, was sie je erfunden haben. Fish and Chips, wenn man es mag. Ja, ich mag's, aber das würde ich denen jetzt nicht unbedingt zuschreiben. Ich glaube nicht, die waren die Ersten, die Fisch zubereitet haben. Die Briten, die haben Scotch Eggs erfunden. Aber hier in Deutschland weiß keiner, was Scotch Eggs sind. Nee, habe ich auch noch nie gehört. Ja, die gibt's da irgendwie überall. Das ist so eine Süßigkeit, so irgendwie Schokoladenbällchen gefüllt mit irgendwas, mit Eierlikör oder so. Ja, wenn die Welt irgendwas braucht, dann mehr Süßigkeiten. Mir fällt gerade auf, ich habe einen riesigen See gefunden. Also riesig, also für Kaulquappverhältnisse, also da könntest du drin wohnen. Ja, der ist gut. Ist ja klar. Nehme ich mit, kein Problem. Ich bohr das da drüben mal auch noch an, dann kriegen wir gleich noch die doppelte Ladung. Ah, gib mir das Fuel. Und Sunstock muss halt wieder mit Biodiesel dann anfangen. Ja, seid gemein. Es ist eine Pflanze, vielleicht pinkelt sie Öl. Ja, aber reicht das dann nicht langsam an Sprit? Ich meine, wir haben jetzt also viel. Na, jeder sollte mindestens 1000 haben, besser mehr, würde ich sagen. Echt? Ja? So viel? Ja, 1000, das reicht dann für ganz, ganz weit weg. Wenn wir in unserer Nähe bleiben, also in unserer Gegend, dann brauchen wir nicht ganz so viel. Also ich habe jetzt fast 1000. Gesammelt. Ich habe jetzt 738, mein. 615. Ich hab knapp 1000 jetzt insgesamt. Wieso ist um die Kaulquappe so viel Licht? Weil ich einen Stern habe. Ach, darum glitzerst du auch so, ja? Ja. Das gibt mir den Leuchte-Feature. Der Affe ist schon abgehauen. Er meint, er hat genug. Ich hab nicht genug. Ich geh nur woanders hin. Ach so. Ich muss ja nicht mit euch rumlaufen. Ach so, ja, stimmt. Ich sehe es auf dem Radar. Lalalala. Ich brauch auch irgendwann dieses Backpack, was dann einem auch Licht gibt. Ja. Ich hab einen Umhang, das ist wichtiger. Boah, da habe ich gesehen auf den Schattenwelten, da gibt's einen geilen schwarzen Umhang, der so schwarzen Nebel versprüht und so. Den will ich haben, damit wären wir richtig böser, wenn wir voll wie die alte Mantelgang. Ich bin am Plutonium vorbeigefallen. Das ist Mist. Ja. Das macht man ja nicht, eigentlich. Normalerweise. Ich habe noch nicht ein Stück Plutonium eingesammelt, weil mir das so egal ist. Das ist Fluxkompensator. Außer man hat das neuere Modell. Rein. Ja. Wenn du wie heißt das Ding? Brown. Oh Gott, ich komme ran. Ja, danke. Nein, das Teil, wo er das reinkippt. Fluxkompensator oder was? Oder? Damn you, nein! Mr. Trash, was? Mr. Trashy, irgendwie so. Oh Gott. Er braucht das Plutonium für den Fluxkompensator, damit er 1,21 Gigawatt produzieren kann. Und im zweiten Teil oder am Ende vom ersten Teil hat er das dann aber umgebaut und braucht dann Müll. Und das Teil hat auch einen Namen, aber ich komme gerade nicht drauf. Aber Mr. Trash müsste zumindest nahe dran sein. Nee, es ist irgendwas Mr. Oh, fuck, jetzt nah dran halt. Ich habe Wandelhintergrund hier.
Du hast was? Unten steinig, oben braun geröllig. Future, Mr. Hanky. Mr. Fusion! Mr. Ah, ja. Mr. war doch schon mit drin, also so weit warst du nicht weg von der Wahrheit.